Herzlich willkommen, benvenuto in der Welt von Trumpf Macchina Italia. Der Ort, wo die neue Schwenkbiegemaschine Truben Centa 7020 entwickelt und produziert wird. Mein Name ist Florian Juth und ich bin Produktmanager für die Biegeautomatisierung. Sie können über das Chatfenster während meinem Vortrag Fragen stellen. Am Ende werden wir Ihre Fragen beantworten. Seit mehreren Jahren begeistern wir viele Kunden, die ins Trumpf-Schwenkbiegen eingestiegen sind. Welche Vorteile bringt diese Technologie im Vergleich zu Gesenkbiegen? Sehen wir uns das anhand eines Schaubildes an. Im Vergleich der Schwenkbiege- und der Gesenkbiegetechnologie gibt es einige wesentliche Unterschiede, welche für den Biegeprozess und schließlich die Bauteilqualität wichtig sind. Die Schwenkbiegemaschinen von Trumpf sind automatisierte Anlagen. Das gewährleistet eine gleichmäßig hohe Qualität der Biegungen. Hingegen bietet die Gesenkbiegetechnik neben automatisierten Anlagen auch manuelle Anlagen. Im manuellen Verfahren muss der Bediener das Blech bei jeder Biegung mitführen und neu anschlagen. Das ist zeitaufwendig. Die Trumpf-Schwenkbiegetechnologie zeichnet sich dadurch aus, dass mit einem Standardwerkzeug vielfältige Winkel, Radien und Materialdicken gebogen werden können. Die Länge des Werkzeuges bzw. der Niederhalter wird automatisch mit dem Werkzeugwechsel eingestellt. Zusammengefasst, mit der automatisierten Truben Centa Schwenkbiegemaschine wird die Produktivität gesteigert. So kann das eigene Geschäftsfeld erweitert werden. Schnellste Zykluszeiten, komplexe Konturen und höchste Oberflächenqualität, auch damit punktet die Truben Centa. Sehen wir uns hier das Trumpf-Portfolio im Schwenkbiegen an. Als Referenz haben wir eine manuelle Standalone-Truben-Abkammpresse festgelegt. Durch die halbautomatische Schwenkbiegemaschine Truben Centa 5030 kann im Durchschnitt bereits 50% an Zykluszeit im Vergleich zur manuellen Truben eingespart werden. Mit der automatischen Truben Centa 7030 mit Rotationsmanipulator kann die Produktivität nochmals erhöht werden. Diese beiden Maschinen können Bauteile mit bis zu 3 Meter Biegelänge biegen. Jetzt kommt unsere neue vollautomatische Truben Centa 7020 ins Spiel. Sie erweitert ab sofort das Portfolio mit noch schnelleren Zykluszeiten. Damit bieten wir nun auch eine kompakte und höchst produktive Schwenkbiegemaschine mit bis zu 2 Meter Biegelänge. Neben diesen Merkmalen bietet die neue Maschine noch vieles mehr. Das zeigen wir im nächsten Schritt. Wir sehen hier nun die neue Truben Centa 7020 in Produktion. Das offene Maschinenkonzept gewährleistet die Zugänglichkeit. Man sieht gerade den neuen Rotationsmanipulator, mit dem sehr nahe an die Biegelinie herangefahren werden kann. Das ermöglicht ein durchgängiges Bauteilhandling ohne Umgreifen. Dadurch können wir weitere Zykluszeit einsparen. Anhand des ersten Bauteils, eines Schaltschranks, sieht man, dass wir durch den neuen Niederhalter nun höchste Schachtelhöhen bis zu maximal 350 mm abbilden können. Zum Beispiel für Umhausungen, Profile oder wie hier für Schaltschränke. Die Truben Centa 7020 hat 60% mehr Schachtelhöhe im Vergleich zu Truben Centa 7030. Einzigartig am Markt ist auch, dass die Maschine Materialdicken von bis zu 3 mm über die gesamte Biegelänge verarbeiten kann. Die großen Niederhalter gewährleisten höchste Biegequalität, ohne die Oberflächenbeschaffenheit der Biegeteile zu beeinflussen. Das ist ein Qualitätskennzeichen unserer Schwenkbiegetechnologie, das sich durch alle Truben Centa Versionen zieht. Das Biegeteil ist nun auch schon fertig. Es kann ergonomisch an der Seite der Maschine entnommen werden. Wir sehen nun den automatischen Werkzeugwechsel. Innerhalb von Sekunden tauscht die Maschine die Länge der Niederhalter aus. Die zwei Manipulatoren der Maschine bringen die jeweils kürzeren Segmente in Position, um das nächste Bauteil zu produzieren.
Diese Funktion ist bei der kompletten Trubencenter-Serie standardmäßig verbaut. Gemäß dem vorausgewählten Biegeprogramm in Texon Fold bereitet sich die Maschine auf den nächsten Auftrag vor. Das Schleppen von schweren Biegewerkzeugen war gestern. Hier erledigt die Maschine die Rüstung innerhalb weniger Sekunden. Somit kann Zeit gespart und Rüstfehler vermieden werden. Jetzt sieht man, wie das neue Bauteil ergonomisch für den Bediener in die Beladezangen gelegt wird. Die Zangen ziehen das Bauteil in die Maschinenmitte, wo der Biegeprozess nach der Feinpositionierung startet. Die Maschine biegt die Seiten mit den negativen und positiven Kantungen. Sehen wir uns nun die fertigen Bauteile und deren Eigenschaften etwas genauer an. Wir sehen hier den Schaltschrank. Man erkennt die hohen Schenkel, welche mit der Trubencenter 70-20 möglich sind. Die knapp aufeinanderfolgenden Biegungen an den Außenkanten sind einfach und produktiv an der Trubencenter 70-20 machbar. Das zweite Biegeteil ist eine Umhausung für einen Eimer. Kleine Laschen an der Unterseite geben dem Bauteil die notwendige Stabilität, ohne weitere Bearbeitung. Die Oberflächenqualität spricht für sich. Es sind keine Abdrücke zu sehen. Durch seine vielen kurzen Schenkel ist es sehr anspruchsvoll in der Bearbeitung. Für die Trubencenter ist das einfach machbar. Sogar ein kleiner Radius ist trotz aufeinanderfolgender Biegungen möglich. Weiters sieht man hier die Präzision beim offenen Falzen. Das mit Standardwerkzeugen nur so beim Schwenkbiegen möglich ist. Zusätzlich sieht man die größeren Radiusbiegungen an der Seite, welche regelmäßig mit demselben Standardwerkzeug gebogen wurden. Durch die Radiusbiegungen kann auf vielfältige Weise das Design eines Bauteils kundenspezifisch angepasst werden. Der große Vorteil beim Schwenkbiegen: wir sind nicht abhängig von Matrizenbreiten oder Biegewerkzeugradien wie beim Gesenkbiegen. Der Radius hat eine konstante Oberflächenbeschaffenheit. Zusammenfassend die Vorzüge der Trubencenter 70-20 im Überblick: Hoch, Höher, Schachtelhöhe. 350 mm an hohe Schenkelbiegen. Richtig schnell Schwenkbiegen. Um bis zu 80% schneller als manuelle Abkantpressen. Klein, aber fein. Durch die kompakte Bauweise passt die Maschine in jede Produktionshalle und kann gleichzeitig größte Blechdicken über die gesamte Biegelänge verarbeiten. Werkzeuge wechseln auf Knopfdruck. Durch die automatische Einstellung der Niederhalterwerkzeuge ist die Maschine in Sekundenschnelle für den nächsten Auftrag gerüstet. Einfachste Programmierung wie bei allen Trubent-Produkten mit Texon. Mit diesen Highlights verabschiede ich mich hier aus der Entwicklung und Produktion. Schwenken auch Sie in eine erfolgreiche Zukunft mit der Trubencenter 70-20. Vielen Dank, grazie mille. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen.